Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 4, dem Remake. Gut, wir haben jetzt unsere Schlüsselkarte. Wir können jetzt darum oder darum gehen, das ist egal, glaube ich. Da ist noch ein Ausrufezeichen, da ist noch ein Ausrufezeichen. Ich glaube, ich gehe erstmal dahin, oder? Oder hier rum. Nee, das war nur der Lichtschalter. Moment. Nein, nicht. Was mache ich hier? Weil ich die Hand falsch auf der Tastatur gelegt. Warum tust du denn nicht was Gutes? Weil du nichts hast. Was wirklich gut ist. So. Bis hierhin waren wir eben. Dann sind wir wieder zurück, ne? Jo. Die Tanks sind alle leer, oder? Jo. Machen wir hier die Tür auf. Bilderchen. Das ist ein Schrank, dem sich, glaube ich, Ashley verstecken kann. Aber ich weiß nicht genau. So, dann haben wir hier die Tür offen. Da oben ist, also da in der Ecke, ist noch eine Tür. Die auch erstmal. Oh, Moment. Das ist Ashley. Wie komme ich denn hier hin? Wie komme ich denn da hin? Hm? Ach, hier mit Ashley. Okay, alles klar. Ich hoffe, wir können sie jetzt heilen. Ashley. Shit. Du wirst wieder. Okay. Hätte ich das gewusst, hätten wir das natürlich noch in der letzten Folge gemacht. Aber woher soll ich es wissen? Leon?
Bin spät. Nein. Danke. Die Medizin kam gerade richtig. Kannst du stehen? Wo ist Luis? Er hat sich Sorgen gemacht. Bis zuletzt. Komm, wir haben keine Zeit. Werden wir die Dinger los. Für Luis. Ada, komm. Es gibt ein Labor, in dem wir die Parasiten entfernen können. Dachte, dass du wüsstest, wo es sein könnte. Ihre wichtigsten Einrichtungen befinden sich im Heiligtum auf dem Berg. Versuch's dort. Ada, das wandelnde Lexikon. Immer gern. Schuldest mir was. Okay, ihr Heiligtum auf dem Berg. Das Coole daran. Wir sind hier also noch nicht fertig. Das Spiel geht noch weiter. Oh, Halleluja. Tagebuch eines Forschers. Wir wurden ohne Vorwarnung eingesperrt. Sie bringen einen nach dem anderen in den Nebenraum. Ich weiß nicht, was dort passiert. Eben haben sie Annabelle geholt. Als nächstes bin wohl ich dran. Ich muss nachdenken, muss meine Gedanken ordnen. Plagerinfizierte sind Lord Settler hilflos ausgeliefert. Wenn er es anordnet, arbeiten sie sich mit einem Lächeln auf den Lippen zu Tode. Ungünstigerweise sind die Wirte für komplexere Aufgaben so gut wie nicht zu gebrauchen, da ihre Intelligenz quasi auf das Niveau eines Regenwurms fällt. Dennoch waren wir in der Lage, eine neue, überlegene Plagerspezies zu entwickeln. Sie verfügt nicht über die Fähigkeit zur Verwandlung, dafür aber beeinträchtigt sie nicht das kognitive Leistungsvermögen des Wirts. Wie es aussieht, wollen sie diese neue Spezies dem Mädchen verabreichen. Offensichtlich ist es von Bedeutung, dass ihre Intelligenz durch die Infektion nicht beeinträchtigt wird. Ja, vielleicht, weil sie die Tochter des Präsidenten ist. Alle Tests, die wir durchführen, waren erfolgreich und die Pläne für die Massenproduktion stehen bereits. Kurz gesagt, das Projekt ist ein voller Erfolg. Aber jetzt bin ich eben hier eingesperrt und im Nebenraum bereiten sie gerade alles vor, mir die überlegene Spezies zu injizieren. Annabelle ist nicht mehr sie selbst. Das Lächeln auf ihrem Gesicht ist komplett verschwunden. Würde ich nicht schreiben, wäre ich schon längst verrückt geworden. Auch wenn das hier sicher niemals jemand lesen wird. Doch, wir haben es gelesen und es begeistert mich jetzt nicht wirklich. Was ist das? Ein Forellenbarsch. Okay. Wir haben auch noch unseren Major-Freund vor uns, ne? Schaffst du's? Da graut er mir auch schon vor. Was denkst du denn? Ah, siehst du. Sei vorsichtig. Kann ich hier noch reingucken? Sehr gut. Alles mitnehmen. Das kann ich mittlerweile im Schlaf. Dankeschön. Du bist die Beste. Du bist die beste Präsidententochter, die ich je gerettet habe. Bisschen Flintenmuni. Wird jetzt fast behauptet, eine Tropfen am heißen Stein. Und wir essen direkt die Forelle. So. Und hier noch Uzi, da natürlich nicht da noch was. Bin ich denn immer so schnell? Accessoire, Haarfarbe blau. Ja, nee. Krieg keine blauen Haare. Vielleicht will man das andere. Hat jemand kurz Zeit, diese blauen Medaillons? Ach komm.
Hör doch auf mit deinen blauen Medaillons. Ach guck mal, hier hat er auch schon wieder eine Hütte. Du bist ja spontan als der Duke. Da können wir wieder Jetons machen. Ich hab da was, das könnte dir gefallen. Hm. Wir gehen einmal unten gucken. So viel Zeit muss sein. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Jetons wir haben. Wie viel haben wir denn? Hey! Hast du mich weggeschubst, so? Zwei und ein. Okay. Wir können doch mal ein bisschen was zum Entspannen machen, oder? Hab eine neue Schießübung vorbereitet. Nur für dich. Wenn du Lust hast, probier's doch mal aus. Probleme, eine Scheibe zu treffen? Dann versuch's mit einem Positionswechsel. Der richtige Blickwinkel ist das A und O, Partner. Mit der Red 9. Na gut. Gucken wir mal. 3, 2, 1. Leg los. Das machst du locker. So geht das. Ist das dein Ernst? Hervorragender Schuss. Oh. Nein. Damit. Oh. Nein. Oh. Ja, genau im richtigen Moment. Erstmal die neue Waffe hier gewöhnt. Na, Trauma war das nicht. Das war maximal eine B. Naja. Klasse! Danke. Das ist lieb von dir. Ein Gewehr räumt mit nur einem Schuss gleich mehrere Ziele ab. Allerdings lässt die Nachladezeit etwas zu wünschen übrig. 3, 2, 1. Leg los! Zwei auf einmal? Auf alles. Nachladen. Oh, Trauma. Genau so. Ist das dein Ernst? Und das Spiel ist vorbei. Oh ja, immerhin. Dann gucken wir uns den dritten noch an. Ja. Mit denen haben wir. Welche haben wir denn jetzt gemacht? Ach, hier ist nochmal Punisher. Ah. Mit höchstens 10 Schüssen alle Piraten zerstören. Okay. 2, 1, leg los! Highscore, wir kommen! Ich hab wieder den. Nachladen! Ja, das ist ne. Auf die explodierende Flasche schießen oder. Später ohne euch. Bin ich nicht so unter Druck? Ihn hier. 3, 2, 1.
Ich will die Ton. Das war mega. Ist das dein Ernst? Genau so. Zwei auf einmal? Wow. Oh. Nein. Nachladen. Mist. Ich bin tot. Boah, Alter. Hallo. Sehr gut. Wenn man zu viel will, ne? Oh. Alter. Willst du mich verarschen? Einfach und das Spiel ist vorbei. Na gut. Ich bin natürlich noch ein paar Jetons, die wir gleich eintauschen können. Bolzenwerfer habe ich noch nie mit geschossen. 3, 2, 1, leg los! Oh Gott! Fantastisch! Fehler! Ja. Furchtbar. Das ist ja schlimm mit dem Ding. Ich froh, dass ich da nie drauf gesetzt habe. Boah. Das gibt's doch nicht. Du musst vorhalten bei dem Ding irgendwie. Oh Gott. Keine Chance. Immerhin noch die Punkte mitgenommen. Gott, der darf mich mal mit der Bolzen. Eine Flinte deckt mit einer einzelnen Patrone einen großen Bereich ab. Da bekommst du was für dein Geld. Zwei, eins, leg los! Zeig, was du kannst! Nein, oh. Doch nicht die! Hey. Komm schon. Ja, ich müsste die Waffe wechseln. Egal. Ich will nur einmal zu angucken. Hallo? Genau so. Ja, dann muss man auf jeden Fall. Mit der Flinte. Egal. Ja. War jetzt nicht ruhmreich. Danke. Ich danke dir, Ashley. Du bist mein treuster Fan. Bist echt voll der Profi, hä? Vielen Dank, das ist so süß von dir.
Vielleicht kriege ich auch meinen Ashley-Anhänger. Dr. Salvatore. Haben wir den nicht schon? Hallo? Der Automat ist kaputt. Okay. So, wisst ihr was? Ich mache jetzt hier mal einen kurzen Break. Und ich werde mich hier nochmal auf der Schießbahn ein bisschen vergnügen. Und dann sehen wir uns in ein paar Sekunden wieder. Bis gleich. Jo, da bin ich auch schon wieder zurück. Ich habe jetzt nicht alles... Das war fast wie auf dem Rummel. Hat mich voll an meine Kindheit erinnert. Auf Krampf gemacht, aber... Hab mich noch so ein paar Mal verbessert. Mal gucken, was wir jetzt kriegen. Den haben wir doch auch schon, oder nicht? Wie hab ich denn an? Wir kriegen ja nur Doppelte. Den haben wir auch schon, oder? Wir sehen es ja gleich oben. So, wo ist er? Da. Hab neue Ware, Fremder. Halt dich schon mal fest. Willkommen! Ich hab was Neues für dich, Partner. So, verkaufen. Den können wir verkaufen. Ob Rubine oder Ram, Schlüsselkarte. Macht keinen Unterschied. So. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Da, JJ haben wir zweimal. Dr. Salvatore dreimal. Wow. Don Manuel zweimal. Das ist ja, wir haben fast eine Doppelte. Besten Dank. Dafür haben wir keine Edelsteine. Was hast du denn Neues? Ah, hier. Danke. Besser zu gut vorbereitet. Nehmen wir auch mit. Recht. Reparieren? Nein. Nicht nötig. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Sorge. Ich würde hier mal... Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf mehr kann man sich nicht leisten. Wirst schon sehen. Tauschen, irgendwas Neues? Nein. Kräuter sind eine feine Sache. Angenehme ja. Reise. Die können heilen, töten, alles. Wir stellen einmal her Gewehrmunition. Und wir räumen einmal kurz auf, so ein bisschen. Ach, was. Ja, Platz genug. Brauchen nicht aufräumen. Können wir einmal die Flinte nachladen. So, wo geht's lang? Wo müssen wir hin? Da ist noch ein Schatz. Ich glaube, wir müssen nach hier, ne? Richtig? Ne, wir müssen nach oben. Ach, da. Oh, da ist noch ein Schatz. Hier runter. Überwachung. In die Richtung, ja? Richtig? Ja. Okay, dann gehen wir da nochmal gucken. Moment. Hä? Ach, hier kommen wir gar nicht mehr hoch.
Okay, dann. Oder da lang? Komm hier hoch. Ich glaube nicht, ne? Nö. Entschuldige. Wollte ich nicht fahren. Albern. Ja gut, dann war's das mit dem einen Schatz. Des einen Knarre, des anderen Leitfremder. Schießprogramm nochmal. Gut, dass wir da nochmal geguckt haben. Und jetzt bricht die Hölle wieder los. Hätte ja auch Schießpulver sein können. Dann wäre es das ja wert gewesen. Warte mal. Wenn ich jetzt... Dann müsste ich die doch... alle viel leichter erkennen, ne? Aber hier ist niemand. Das ist einer. Zwei. Treffe. So, der ist jetzt noch. Steht der wieder auf? Nö. Aber er ist trotzdem noch orange. Ach, hier geht's runter. Dann hätte ich es mir auch ein bisschen einfacher machen können. War ja klar. Geht doch. Ja, geht doch. Du erkennst schon, dass das sehr teuer ist, Leon. Oh Gott. So unübersichtlich hier. Ihr seht das. Ich weiß. Dann gehen sie mir wieder raus. Aber Waffenverbesserung. Ach Gott. Wir kriegen die eh nicht alle, aber... Vielleicht, ne? Wer weiß. Steht wieder auf, oder? Ja. Natürlich. Die müssen ja alle jetzt so teuer sein. Was Munition angeht. Hm. Bisher sind wir noch einigermaßen durchgekommen. Schießpulver, das ist gut. Kraut. Durchgucken. Gesundheit ist gut. Ich habe diesmal... ich weiß es nicht.
spare ich jetzt auf Flintenmuni? Weil so viel Gewehrmuni haben wir auch nicht. Weißt du was? Die Gewehrmuni ist mir irgendwie wichtiger. Vorsichtig! Was? Wer ist der denn? Nee, das war jetzt nicht gut. Tür, wo wir nicht durchkommen. Einmal auf die Karte. Geht nicht auf. Ja, nö. Ach, da. Nee. Doch. Erstmal looten. Auf uns umgucken. Könnten noch Gegner stehen. Aber Hugo geht erstmal looten. Alles gut bei dir? Muss mir sorgen. Okay. Hey. Alles klar. Hey. Ich meine, besser als Zero dazu schicken, ne? Ich hasse es, wenn wir wieder getrennt sind. Das ist nicht gut. Ah, nein! Verdammt! Alter, wollt ihr mich verarschen? Alter. Leon! Es nimmt kein Ende. Geht's dir gut? Geht's? Ja. Ich wusste es doch. Ich sag's euch, ich hasse es, wenn wir getrennt werden. Und schon kommen die Typen wieder. Versuchen uns unsere Ashley zu klauen. Unser Baby-Igel. Kann aber nicht wahr sein. Sag mal, wo ist der denn überall gepanzert? Hier kennt er nicht. Einer hässlicher. Natürlich. Ist
Leon hat allerdings recht. Ich will ja hier niemanden wegen seinem Aussehen fronten, aber... Oh, ich hier noch Munition? Ja, klar. Ich hab schon gesagt, Leon, aber... Gut, dass wir uns mal wieder einsehen. Wenn du eine Magnum hättest, wäre das kein Problem, Juro. Das weiß ich aber unten von des Spiels nicht. Nein, ich fange nicht an, Gegnern auszuweichen. Da sind wir. Sind wir dahergekommen? Was soll denn das? Oh, sehr schön. Das Spiel wusste, dass wir hier Pistolenmuni benutzen. Müssen wir jetzt hier nicht plauen? Ach, lass uns erst nochmal gucken. Ja, da sind blaue Dinger, die interessieren mich jetzt echt nicht mehr. Ist doch nichts in der Plaue, oder? Und wir müssen in die Richtung. Warum soll ich jetzt also da rein? Das ist da eine Kiste? Ach komm, wir müssen Eko. Riecht das widerlich. Kommst du klar? Ja, früher hätten mich hier keine 10 Pferde reingekriegt. Hab ich auch nicht. Ich weiß nicht mal, warum wir hier drin sind. Ach, weil hier. Weil hier eine Tür ist. Beide gleichzeitig, okay? Das war nicht gleichzeitig. Ach, ich hätte... Macht nichts, wir haben es gleich. Ich hab's verkackt, entschuldige. Also dann. Beide gleichzeitig. Ja, ist gut. Ja! Yeah. Sehr gut. Du hast es direkt beim ersten Mal hingekriegt, ich nicht. Ist das voll? Ja. Was noch ein Köfferchen? Wie viel Schießpulver haben wir? Ich weiß gerade nicht. Gucken wir nach. Wo ist mein Schießpulver? Da ist 16. Dann machen wir uns auch einmal Flintenmuni. Und die kann uns in manchen Situationen auch den Hintern retten, ne? Warum sollte man ihr die Anweisung geben, sich daran zu verstecken? Oh Gott, wegen dem. Du Scheiße! Hä? Verdammt, wie penetrant kann man sein? Alter! Wie viele von den Dingern kommen? Hat er denn? Oh Gott. Was soll das denn jetzt? Scheiße. Hässliches Drecksvieh. Setzt
tot? Du bist doch nicht verletzt. Nein, alles gut. Jetzt weiß ich, warum man ihr sagen sollte, sich da drin zu verstecken. Hab ich jetzt auch verstanden. Aber schön, dass sie die nochmal in einer verbesserten Variante haben. Hey. Okay. Hey. Oh Gott, ist das Feld noch kleiner. Okay. Wir waren fast gleich. Wir werden immer besser als Team. Besitters, Besitters, Besitters. Hat keinen Strom. Wieso wundert mich das wieder nicht? Machst du das? Na klar, ich habe ein Händchen für sowas. Und ich muss sie wieder alleine lassen. Ich hasse es. Hier wird doch jedes zweite Mal entführt. Das ist super, Ashley. Ich fühle mich total unwohl. Wenn ich Ashley alleine lassen will. Ein Spielcharakter. So unglaublich. Ja, super. Wo schalte ich denn den... den Strom ein. Lene hält die ganze Zeit das Rad da hinten fest. Ich meine, so klein ist sie nicht immer. Da, Strom. Oh, fuck. Wo geht's lang? Nein. Ashley, Scheiße. Verdammt. Der fehlt mir jetzt auch. Ja, genau. Vielen Dank. Leon, hier. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Das kann doch nicht wahr sein. Bin ich jetzt 20 Kilometer weit? Ja, super. Ach, Mann. Das ist doch gemein. Oh. Na gut, ihr Lieben, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.